Empowerment means identity, protagonism, self-awareness, and social recognition through the accomplishment of actions that lead us to a real change. It's important to be able to come together because we're stronger as a group, because we're able to discuss our practices, we're able to find better ways of navigating the art world as women of color. Mit unserer Ausstellung Empowerment geben wir im Kunstmuseum Wolfsburg so umfangreich wie nie zuvor einen faszinierenden Überblick über Kunst und Feminismen im 21. Jahrhundert. Wir zeigen 115 künstlerische Positionen aus mehr als 50 Ländern. In einer eigens entwickelten Architektur werden im Rahmen von 7 Kapiteln unterschiedlichste Themen behandelt, die uns alle angehen. Zentrale Idee der Ausstellung ist es, neben dem Aufzeigen diverser Missstände Möglichkeiten zu finden, diese zu bekämpfen und das zukunftsweisende Potenzial von feministischen Denkweisen zu präsentieren. Das Ausstellungsprojekt ist in diesem Umfang und dieser Globalität nur realisierbar gewesen aufgrund verschiedener transnationaler Netzwerke, die uns sehr engagiert unterstützt haben. Besonders wichtig sind für Empowerment die 5 Kollektive, die wir von verschiedenen Kontinenten eingeladen haben, eigene unabhängige Guest Spaces innerhalb der Ausstellung zu kuratieren oder selbst zu bespielen, um die kuratorische Multiperspektivität des Projektes zu erweitern. So sind wir in der glücklichen Lage, mit Kuratorinnen und Künstlerinnen aus Ländern wie Brasilien, China, Indien, Kenia, Südafrika oder Uganda zusammenzuarbeiten, die mit ihrer inhaltlichen Expertise zu Kunst und Feminismen in ihrem geografischen Kontext und natürlich ihren künstlerischen Beiträgen die Ausstellung extrem stark bereichert haben. Die Ausstellung geht weit über klassische feministische Themen wie der Beschäftigung mit Geschlechtergleichstellung, mit Körper oder Sexualität hinaus und bezieht KünstlerInnen aller Geschlechteridentitäten ein. Postkolonialismus, ökologische Anliegen, Sexismus, Rassismus, soziale Ungleichheit, aber auch Möglichkeiten von Widerstand, Selbstermächtigung und Heilung sowie zukunftsweisende Visionen für eine lebenswerte Welt für alle. Dies alles und noch viel mehr sind Themen, denen sich die KünstlerInnen der Ausstellung auf teils aktivistisch provokante, aber auch auf poetische, subtile oder humorvolle Weise widmen. Mit der Ausstellung verfolgen wir einen planetarischen Ansatz, der umfassend, inklusiv und zukunftsgerichtet nicht nur auf ein gleichberechtigtes Leben aller Menschen zielt, sondern auch die Natur mit ihren nicht-humanen Wesen einbezieht. I think for me empowerment is about power. It's about making this power accessible to women artists. Empowerment is a very strong word, and historically it means empowering people or the act of empowerment. And I think that is a goal that we can all work towards.